Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich bin natürlich unsicher, weil Sozialarbeiter und Ihnen beide sind gewissermaßen nicht die Menschen, mit denen ich dauernd zu tun habe, sodass ich nicht weiß, wie Witze gehört werden, wo in welchem Alltagsverständnis man einsteigen kann und wo nicht. Und für mich sind Sozialarbeiter eigentlich die Helden der Arbeit in dieser Gesellschaft jetzt, weil sie lauter unmögliche Dinge tun sollen, die nicht gehen. Und zusätzlich sind sie eine Wachstumsindustrie. Es werden immer mehr und mehr und mehr von ihnen gebraucht für Aufgaben, die nicht lösbar sind. Insofern dachte ich, die müssen sehr listig auch sein und haben vielleicht dann einen Sinn für Satire. Satire ist, wenn man nicht dauernd Sachen lösen muss. Und wollte am liebsten in der Weise wie Jonathan Swift sprechen. Ich habe das einmal probiert vor einer Gruppe von Studierenden aus dem Arbeitsleben. Die haben das nicht verstanden, und zwar absolut nicht. Die haben mich dauernd die schlimmsten Sachen sagen hören, die der Swift als Satire spricht. Und ich sage euch mal die Satire, die ich versucht habe. Es war in England, Swift antwortet auf eine englische Situation, und zwar nehmen die Armen überhand. Es gibt immer mehr und mehr und mehr Arme in dieser Gesellschaft, und zudem vermehren sie sich wie verrückt. Und jetzt bricht also zusätzlich Hunger aus, und Swift schlägt vor, dass folgendermaßen vorgegangen wird. Man macht diese scharfe Analyse, die sind zu viel, die haben zu viele Kinder, die leben offenbar auch noch so, dass sie viel mehr Kinder haben als alle anderen. Dann gibt es einige wenige Reiche, die ein bisschen gelangweilt herumsitzen, weil sie nicht wirklich wissen, was sie in der Gesellschaft tun sollen, haben aber viel Geld. Wie kann man jetzt das Geld der Reichen auf den Staat überleiten oder irgendeinen Transfer finden, damit das Armenproblem gelöst werden kann vom Staat? Und Swifts Vorschlag ist, also man sammelt die vielen überzähligen Kinder der Armen ein, ernährt sie sehr gut, dass sie dann richtig fit werden, dann lässt man sie frei in einem der großen englischen Parks. Und jetzt verkauft man sehr teuer Jagdscheine an die Reichen. Am Ende hat man alles gelöst. Das Hungerproblem, das Problem der Armut und das leere Staatssäckel gefüllt. Ich freue mich, dass ihr gelacht habt. In meinem Seminar haben die Studierenden gedacht, ich würde das im Ernst vorschlagen. Soziale Arbeit. Was ich euch vorschlagen wollte, wäre eine satirische oder eine satireaufnahmefähige Haltung gegenüber den Vorgängen, weil mit der Satire sieht man die Dinge natürlich auch noch ein bisschen schärfer als vorher, also durch Überzeichnung es zu sehen. Deswegen möchte ich zunächst etwas quer einsteigen bei dem Begriff soziale Arbeit. Der hat es ja in sich, er ist ganz explosiv. Er beschäftigt sich mit oder ist im Bereich von etwas ganz wenig Geachtetem und zugleich für etwas ganz utopisch Gehaltenem. Es ist notwendig und niedrig, wie übrigens alle anderen Begriffe in diesem Kontext auch. Fürsorge zum Beispiel oder Sorge überhaupt, Nächstenliebe. Sie alle haben einen ganz ungemütlichen Beigeschmack nach Wohlfahrt und nach Losern. Nach Hilfe für diejenigen, die nicht tüchtig genug sind, sich in dieser schönen Welt zurechtzufinden und sich die Reichtümer auch anzueignen. Jeder soll darum kämpfen. Also wie wir es auch drehen und wenden, das Verächtliche bleibt daran haften, weshalb man beim Studium, bei der Berufsbezeichnung etwas verschämt Sozialarbeiterin sagt. Oder wenn ich in größeren Versammlungen bin und die Einzelnen sagen uns, was machst du denn? Und sagen, ich bin Sozialarbeiterin, als hätte man zugegeben, zu denen da unten ein gutes Verhältnis zu haben und auch einverstanden ist, wenn die ganze Mühe und Arbeit nicht sehr gut belohnt wird oder entlohnt wird. Man kann ja froh sein, dass man überhaupt dafür etwas bekommt, denn eigentlich versteht es sich ja als Mensch auch von selbst, dass man sozial tätig ist. Als Frau ohnehin. Als Mann hat man seinen Beruf verfehlt, glaube ich, als Das spricht natürlich keiner so ganz kalt aus. Wir tun das hier, um mehr Klarheit zu gewinnen. Denn der Begriff Sozialarbeiter ist ja so noch bei weitem nicht erschöpft.
Er hat diese zweite Komponente von Arbeit, obwohl er doch im Sozialen eigentlich gar nichts zu suchen hat, der Begriff Arbeit im Sozialen. Weil doch das Soziale eigentlich beinhaltet, dass es gar keine Arbeit ist, zumindest keine Lohnarbeit. Der Begriff Lohnarbeit beschädigt die soziale Arbeit ein zweites Mal. Man tut nämlich etwas menschlich Wesentliches, jetzt dann des Lohnes oder auch des Geldes wegen, obwohl im Sozialen selbst ja beschlossen ist, dass es um Mitmenschliches geht, was ja gerade seine Qualität aus der Umsonstarbeit gewinnt, aus der Liebe zu anderen Menschen und so weiter. Tut man das dann gegen Lohn, sollte es auch Leistung geben. Wie macht man das? Dass ihr dann Leistung zeigt, sich im Wettbewerb positionieren, messbar sein und immer besser werden im Wettstreit. Eigentlich müsste es wie andere Lohnarbeit auch durch die Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit immer weniger werden, wie überall sonst, weil es rationeller, schneller, mit immer weniger Kraftaufwand von immer weniger Menschen gemacht werden könnte, so wie ein Auto zum Beispiel heutzutage ungefähr ein 40stel der Arbeitszeit kostet als für seine Montage, als zu der Zeit, als ich mit der Arbeitsforschung anfing, das war in den 70er Jahren. Ganz bald können Roboter das ganz allein machen. In vielen Betrieben tun sie das auch schon, wie sie ja auch schon in der Pflege eingesetzt werden und die Alten um die Uhr betreuen können, ohne dass ein einziger Mensch auftritt. Das beschäftigt uns jetzt hier in diesem Beitrag nicht, aber irgendwann sollte uns das beschäftigen, was das für eine Altenpflege wird, wenn es wirklich rund um die Uhr ist und immer ist ein Roboter, der angibt, jetzt haben sie das Bett nass gemacht und es muss gewechselt werden und so weiter. Ihr studiert das sicher auch. Im Widerstreit zwischen dem Anspruch auf Soziales als allgemeine Freundlichkeit der Menschen untereinander in der Welt, also als Teil menschlicher Entwicklung, dass die Einzelnen aus ihrer brutalen Tiernatur zu gesellschaftlichen Menschen werden, in Verhältnissen also, in denen die Einzelnen, wie Marx das ausdrückt, in ihrem individuellen Dasein zugleich Gemeinwesen sind, oder anders ausgedrückt, in denen die Entwicklung eines jeden Voraussetzung für die Entwicklung aller ist, in denen also das Interesse jeder Einzelnen nicht gegen, sondern füreinander gerichtet ist. Das ist alles zusammen da, wo ihr seid, in der Sozialarbeit. Sehen wir auf der anderen Seite die entfremdete Lohnarbeit. Wir müssen ja immer noch euch als Sozialarbeiter in Lohnarbeit betrachten und nicht bloß im Sozialen wie sonst Frauen. Also haben wir jetzt die entfremdete Lohnarbeit, die alle gegeneinander richtet, und dies umso mehr, je weiter die Entwicklung geht, weil, so sieht und hört man, immer weniger Arbeit für gleich viele Menschen da ist, ohne dass die Erwerbs- und Arbeitszeit verkürzt wird. Sie stattdessen auf dem Stand, kennt jemand das Bild von der Degenhardt, dieses wunderschöne, wo so eine ganz lange Demonstration geht und vorne, und ganz, ganz, ganz hinten sieht man, die demonstrieren für die 65-Stunden-Woche und dann für die 60-Stunden-Woche, eine 55-Stunden-50. Und ganz vorne läuft der kleine Trommler und demonstriert für die 35-Stunden-Woche. Das ist schon wieder 30 Jahre her. Also, dass wir also beim Stand der Produktivkräfte vom 16-Stunden-Tag zur 35-Stunden-Woche stehen geblieben sind und dann rückwärts gegangen auf die 40-Stunden-Woche und mehr seit 40 Jahren. Immer ist das umkämpft und eigentlich sind es doch 42 oder sogar 49 und die Pflicht zu Überstunden und so weiter. Und doch haben sich die Produktivkräfte der Arbeit unheimlich entwickelt. Es gibt viele, die das ausrechnen. Keynes zum Beispiel, der auch schon eine Weile tot ist, hat ausgerechnet, dass beim Stand der Dauer 15 Stunden für die notwendige Arbeit ausreichend wären. Aber eine 20 Stunden wäre schon also zu viel an Arbeit für die gebrauchten Mittel zum Leben. Der Überschuss an Arbeit muss also in Arbeitslosigkeit gegossen werden. So.
Ich habe euch an der Stelle vorgeschlagen, ihr möget das, diesen Zusammenhang mit Zwift'schen Augen sehen. Aber wir haben noch einen weiten Satiriker in diesem Feld, unfreiwillig, nicht wie Swift mutwillig, sondern ganz unfreiwillig, das ist Peter Harz. Alle, die aus Harz 4 kennen, den muss man unbedingt als Satire lesen, weil man das sonst nicht in gezielte Empörung überführen kann. Ich weiß nicht, wie Sie waren, als das anfing mit Harz 4, und dann gab es die Harz-Treffen und Harz-Demos montags, und da trafen die sich, die einzelnen Harz-Betroffenen, in einem großen Saal, und sie wurden immer dunkler und düster, immer elender, und man sah, es gibt überhaupt keinen Ausweg, sie haben keine Hoffnung und kein gar nichts. Dann habe ich ihnen vorgeschlagen, lest doch einfach mal diesen Harz. Mal gucken, wie es euch anschließend geht. Das ist nämlich auch ein Satiriker, also. Ich lese euch den nicht etwa ganz vor. Der hat für seine Berufung in diese Kommission, die er dann Vorstand und wo die Harz-Gesetze seinen Namen getragen haben, jetzt inzwischen ist er längst weg vom Fenster, hat er ein Buch geschrieben und das heißt Job Revolution. Englisch will das heute so. Das Buch ist deutsch, aber der Titel ist Englisch, weil ihr das dann heute schicker findet. Also, da drin hat er mehrere Rechnungen angestellt. Eins davon ist, ein Drittel der Arbeitsbevölkerung werden wir an den Rändern verlieren, weil sie einfach nicht schnell genug sind zum Take-off in den neuen Geschwindigkeiten. Also ein Drittel fällt runter, man weiß nicht genau, was man damit macht. Übrigens gibt es einen wunderbaren Autor, den ihr unbedingt lesen sollt, der heißt Joachim Zelter. Und er hat einen Roman geschrieben, Schule der Arbeitslosen. Und das ist ziemlich genau das, was Harz vorschlägt. Und ihr lest das darin, es ist ein wunderbares Buch. Die ganzen Arbeitslosen werden in Busse verfrachtet und dann in ein Ausbildungszentrum, viel größer als dieses, gebracht, wo auch in der Ex-DDR, wo lauter Baracken schnell aufgeführt sind. Und sie kommen dann in Schuluniformen, sodass sie alle gleich aussehen. Und jetzt werden sie ausgebildet. Und was sie lernen, vielleicht habt ihr das auch auf euch gemacht, sie lernen in der Hauptsache Biografie schreiben. Das ist ja eigentlich nützlich, die eigene Biografie. Aber der Grund ist, dass sie das lernen, ist, sie müssen das immer wieder und wieder und wieder umschreiben, weil die Tatsache, dass sie arbeitslos sind, zeigt doch, dass sie eine falsche Biografie haben. Sie haben sich irgendwie falsch durch die Welt geschlängelt und also müssen sie das umschreiben. Immer neu, bis etwas Leuchtendes und Strahlendes und Zukünftiges rauskommt. Und erst mit dieser neuen Biografie, wo sie nicht als Loser auftreten, sondern als Gewinner, können sie sich bewerben. Und es wird nun über die Romanmenge, es sind 150 Seiten oder so, ausgeführt, wie sie das machen. Das ist unglaublich. Ihr kennt das so wie aus Shows im Fernsehen, wo sie alle gegeneinander stehen und einer kann gewinnen. Nicht, wenn er ein Lied macht oder ein Gedicht aufsagt oder irgendetwas Wunderbares tut. Und am Ende in diesem ganzen Wettbewerb, da sind vielleicht 150 Arbeitslose beieinander oder 200, gewinnt einer, wie das im Leben eben auch ist. Ne? Einer gewinnt. Und zwar wird er Lehrer an dieser Arbeitslosenschule. Und dann gibt es noch einen Großbeiß, der zweite ist ein Physiker, der wird, hat auch keinen Job und so weiter, der wird Hausmeister. Das ist die ganze Geschichte und jetzt eine einzige widerständige Wesen ist da drin, die absolut nicht bereit ist, sich gänzlich umzuformen als Mensch und umzumodeln. Das ist eine Floristin, die hat es mit Blumen zu tun und sie will Floristin sein und sonst nichts. Und die wird in den Keller gesperrt, damit sie die anderen nicht ansteckt. Mit diesem Eigensinn, ne? Immer in ihrem Beruf bleiben zu wollen. Und am Ende gibt sie den Bericht ab, die wollen nun alle wieder nach Hause, werden entlassen, die haben alle nicht gewonnen, nur zwei. Und dann kriegen sie den Bescheid, dass sie jetzt noch nicht nach Hause gehen, sondern als Belohnung für den ganzen Prozess, den sie gemacht haben. Das ist die Frage, die ihr nämlich auch stellt, wohin mit den ganzen Arbeitslosen eigentlich, wenn die bei Harz ein Drittel der gesamten arbeitenden Bevölkerung ausmachen, was tun wir denn mit denen? Aufs Eis oder in den Müllhalde oder so? Was soll denn damit passieren? Also die Frage wird dann gestellt von dieser Floristin und es stellt sich heraus, alle haben eine Reise nach Afrika gewonnen
und werden jetzt auf Schiffe verfrachtet und nie wieder gesehen. So endet der Roman. Harz jetzt. Wir haben jetzt die Menschen, die nicht geschwind genug sind zum Take-off in dieser Gesellschaft, und dafür muss er ein Menschenbild entfalten, auf das sie passen. Deswegen meine ich, dass der Zelter hat diesen Harz wirklich in Romanform gegossen, fast identisch. Er nämlich konzipiert den Menschen, denkt immer daran, ist ein politisch Handelnder, ein Aufsichtsrat auch noch bei VW und so, er ist also überall an den Schaltstellen gewesen. Was denkt er vom Menschen? Der Mensch ist eigentlich eine Maschine, die rund um die Uhr und ihr ganzes Leben lang arbeiten könnte. Aber wenn wir es realistisch ansehen, sehen wir lauter Stillstandszeiten. Das muss man auch sprechen wie eine Maschine. Wenn eine Maschine stillsteht, kommt, springt nichts dabei raus. Und wenn Menschen stillstehen, auch nicht. Und dann gibt sich Harz an die Berechnung. Der Mensch wird heutzutage im Schnitt 80 Jahre alt. Von 0 bis 80 könnte er die ganze Zeit durchgehend arbeiten wie eine Maschine. Aber nein, unendliche Stillstandszeiten. Er wächst heran und wächst und wächst und lernt und lernt. Und irgendwann hat er schon unendliche Massen von Zeit verbraucht, untätig und unproduktiv. Dann kommt er auf einen Arbeitsplatz, und was tut er? Er arbeitet nicht 24 Stunden, sondern Nachtzeiten kommen da rein, Ruhezeiten, Krankheitszeiten, Wochenenden, Feiertage, Urlaub, sowas, und man muss das alles abziehen, immer weiter abziehen. Und am Ende sieht man 40 volle Jahre im Beruf. Rechnet das wirklich aus, ihr müsst einen Rechner nehmen, Sie euch haben. Mit durchschnittlich 1400 Stunden effektiver Jahresarbeitszeit bei 80 Jahren Lebenserwartung, mal 8760 Stunden pro Jahr arbeitet er jetzt. Dieser, ne, der so geschrumpft ist, auf so ein kleines Stück, Rentner ist er ja auch und arbeitet schon gar nicht mehr. Das bedeutet, nur 8% des Lebens eines lebendigen Menschen wird tatsächlich in dieser Lohnarbeit gerackert und gearbeitet. Harz ist natürlich empört, sagt auf dieser Grundlage, durch das ganze Buch geistert, kann er jetzt etwas diktieren, was er Zumutbarkeit nennt und eine alternative Nutzung vorschlagen. Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit anmahnen. Ich meine, ihr habt doch hoffentlich alle ein schlechtes Gewissen, wenn ihr seht, dass ihr nur 8% Leben habt und tätig seid. Bei 8% kann sich keine Arbeiterklasse mehr denken, keine Gewerkschaft auftrumpfen. Arbeit ist zur Nebensache geworden. Gegenargumente werden durch Unterbieten erstickt. Er sagt zusammenfassend, lässt sich kalkulieren, das sind nur Zitate, dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer faktisch nicht mehr als 5% seines Lebens für den eigenen Lebensunterhalt und den seiner Familie arbeitet. Seite 48, wenn ihr das prüfen möchtet. Aber behalten wir mal, weil es einfacher ist, bei, dass die Einzelnen ja nur knapp 10% ihrer Lebenszeit als Arbeitszeit verbringen, wie folgt. Jetzt folgt was daraus. Diese verkürzte Arbeit ist jetzt wieder ein Zitat, kann gerannt, gerackert und auf Biegen und Brechen geleistet werden. Das sind Stabreime aus der Werbung, nicht, wenn alle immer gleich vorne anfangen, gerannt, rennen, rackern, rasen und auf Biegen und Brechen leisten. Mit entsprechender Einstellung und flexiblen Einsatzmodellen ließe sich eine Jahresnutzung von 6.000 bis 7.000 Stunden erreichen, womit man auch die Maschinen und Anlagen, die nicht aus Menschen bestehen, besser und wirtschaftlicher nutzen kann. Und was ist dann die neue wirtschaftliche, die politische Kultur, wenn sie jetzt die nachwachsende Generation gar nicht erreicht? Harz muss ja so schreiben, dass auch die Nachwachsenden von ihm überzeugt und begeistert sind. Er streut dann so Anbiederungsworte in den Text, wie zum Beispiel HIP oder Flexi-Gesetz oder Fuzzy World oder sowas, um die Zumutbarkeit der neuen Menschenform für die Jugend zu erleichtern. Die Zumutbarkeit ist nämlich das Bindeglied, welches das Sprechen über die Elite der Hightech-Welt mit dem niedrigen Fußvolk verbindet. Keiner kann mehr, wie ein Zitat, die Nibelungentreue der Solidargemeinschaft erwarten. Wir kriegen sich jetzt alle einzeln, gespalten, abgespalten, verbündet einer Hoffnung. Fantastisch, sagt Harz. Nein, zumutbar wird vieles, wieder Zitat, in der 10%-Gesellschaft, so heißt die ab jetzt.
das Potenzial zur Senkung der Lohnnebenkosten und zur Verminderung der Arbeitslosigkeit ist noch gar nicht gehoben. Das kriegt ihr in den Nachrichten immer mit. Wo können wir immer noch einsparen und noch mehr im Sozialen einsparen und so. Das sagt Hans, es ist noch nicht gehoben, da haben wir noch viel vor uns. Weil wir, jetzt wechselt ihr das Thema, wir sind auf dem Weg vom Atmenden zum eventiven Unternehmen. Und dann wechselt ihr in Sozialtheorie, postmoderne. Die Jobs der Zukunft leben von der Inszenierung, des feinen Unterschieds wegen. Design, Farbe, Haptik, Geruch und Ton sollen die Sinne fesseln, Erlebnisse den Kunden an das Unternehmen binden. Das ist sehr komisch. Ihr seid jetzt alle diese arbeitenden Menschen mit 10% sind jetzt offensichtlich in das, wie heißt man das? Wie heißt diese Sparte, die so für Werbung und Absatz und sowas sorgt, gewechselt? Marketing. Ja, die sind offenbar alle im Marketing beschäftigt. Dies individuelle und authentische, ist immer noch Zitat, vermitteln nur, jetzt werdet ihr immer zu aufs Glatteis geführt, vermitteln nur Mitunternehmer und Mitunternehmerinnen den Kunden. Die Kunst ist jetzt, dass alle diese armen Wesen, denen immer weiter etwas abgeschnitten wird und so weiter, sich als Mitunternehmer denken. Die Schlüsselkompetenz des neuen Menschen, und wenn ihr jetzt die Zitat-Satire nicht versteht und das jetzt in die Sozialarbeit übernimmt, als Ratschläge an die Verzweifelten, die Schlüsselkompetenz des neuen Menschen heißt Sensibilität, weil sie allein für die notwendige emotionale Qualität sorgt. Sie wird High-Touch genannt. Und der Schluss, nur wer nach den Sternen greift und dabei die inneren Kräfte der Fantasie anfacht, vermag sich zu halten. Die Fähigkeit, neue Qualitäten zu entwickeln, hält uns nah an der Utopie. Es ist die Chance, im Job zu Hause zu sein. Ich freue mich sehr, dass Sie satirisch gestimmt sind. Es ist ja, muss ich das nicht selber alles ausführen? Dies trifft ja doch die Frauenproblematik, welche mit der Weise zu tun hat, wie in einer Gesellschaft die Reproduktion von Menschen stattfindet und eingeplant ist, nur peripher. Waren Frauen im alten fordistischen Modell, das ist hoffentlich noch ungefähr in allen Köpfen, zuständig für die psychophysische Balance, für Freizeit, Gesundheit, Ernährung, Erziehung, werden sie jetzt bei Hartz doppelt freigesetzt. Kann es sein, dass ihr nicht wisst, fällt mir gerade auf, was das fordistische Modell ist und warum Frauen so eingesetzt sind? Der Beste, der dazu geschrieben hat, ist Antonio Gramsci, der es untersucht hat. Und der Punkt ist der, dass in der industriellen Produktion, von der Luxusproduktion übergegangen sind auf Massenproduktion, mussten sie ja nicht nur die Sachen billiger machen, sodass auch ganz viele das Zeug kaufen konnten, sondern sie mussten ja zusätzlich die Arbeitenden, das ist begleitet von Fließband, Einführung des Fließband in der Industrie, das lohnt sich ja nur, wenn man Massen produziert, und das Fließband, an dem zu arbeiten, muss eine eigene Dressur, verlangt eine eigene Dressur. Das hat man in vielen südlichen Ländern noch heute. Also wenn in Spanien zum Beispiel sagt, du könntest doch an diesem und jenem Arbeitsplatz versuchen zu verwenden, sagen die, das ist Stress, das machen wir nicht. Nicht jeden Morgen zur gleichen Zeit und immer das Ganze und ich immer da drin. Und so war der Übergang zur Fließbandarbeit von einem weitgehenden Bauernvolk sehr schwierig. Die mussten dressiert werden, dass sie bereit sind, 10 Stunden, 12 Stunden am Fließband immer die gleichen Handgriffe zu machen. Klappe zu, Klappe auf, Teil weiter, Klappe zu, Klappe auf, Teil weiter und so weiter. Und das funktioniert nicht mit allen Menschen. An dieser Stelle hat Henry Ford, deswegen heißt es das Ford-Modell, und der Text von mir, den ich zu Hartz geschrieben habe, heißt von Henry Ford zu Peter Hartz. Ist in dem Buch die 4-in-1-Perspektive. Also Ford hatte dann das Modell durchexerziert. Es geht ja einmal darum, dass die Arbeitenden auch an dem erwirtschafteten Reichtum ein ganz klein bisschen teilhaben. Und zwar so viel, dass sie sich eine eigene Familie leisten können. Das konnten sie nämlich vorher nicht.
diese Idylle mit der Kleinfamilie und dem männlichen Ernährer drin und dem entsprechenden Wohnmodell ist, kommt, tritt auf mit dem fordistischen Produktion, mit der fordistischen Fließbandproduktion. So. Und wie macht man das? Wie kriegt man das jetzt hin, dass die Arbeitenden das durchhalten? Das sind mehrere Sachen. Sie müssen bereit dazu sein. Und die eine Belohnung ist, dass jeder eine Familie halten kann, was ja sehr viel besser ist, als die Kinder mit Opiaten irgendwo bei Heer stillzustellen und die Frauen sitzen alle schon in den Fabriken, wie das vorher war. Dieses Modell erlaubt es den Arbeitern, eine eigene Familie zu haben. Das ist sehr attraktiv. Und jeder eine eigene Hausfrau. Auch attraktiv. Diese wiederum ist auch noch was sehr Gutes. Die kann, muss nämlich für die Erziehung, Bildung, Ernährung und das Wohlsein der Nachwachsenden, also der Kinder und der Männer sorgen. Die Männer halten das sonst nicht durch mit diesem neuen psychophysischen Modell, in dem sie sind, mit dem neuen Menschentyp. Deswegen müssen sie auch, die Frauen, auch dafür sorgen, welche Ernährung eigentlich da ist. Und auch noch müssen sie dafür sorgen, dass sie nicht zu viel Alkohol trinken und die Löhne in Alkohol umsetzen, weil jemand, der die Nacht durchzecht, ist kein guter Arbeiter am nächsten Morgen an dieser Maschine. Das funktioniert nicht. Außerdem müssen sie noch was tun. Die Monogamie tritt auf als wirklich einzige mögliche Form zusammenzuleben. Denn man muss diese neuen Arbeitsmenschen daran hindern, die Nächte in den Parks herumzugondeln auf der Suche nach Sex. Der Sex muss schon zu Hause sein. Und entsprechend rationell eingesetzt werden. Da tritt also die alles gleichzeitig auf. Wir haben die Fließbandarbeit, wir haben die Monogamie, wir haben den männlichen Ernährer und wir haben die Sorge für die Kinder. So. Und das Ganze für die psychophysische Balance, der Begriff ist von Gramsci, für die neuen Arbeitsmenschen. Jetzt aber, dieses Ford-Modell ist ja passé. Wir haben ja keine Fließbandarbeit mehr oder kaum noch. Als ich das letzte Mal die Zahlen prüfte, waren es noch 7%. Das sind bestimmt weniger inzwischen, Fließbandarbeit. So haben wir jetzt also ein völlig anderes Regime von Arbeit, Arbeitszeiten und völlig andere Menschen sind gefordert, nicht diese. Und was passiert mit unseren, ihr wisst wahrscheinlich auch noch, dass die Frauenbewegung gegen dieses Modell von Ford mit dem Ernährer und der Hausfrau, die jeder einen zu Hause hat und so, protestiert haben. Sie taten das relativ erfolgreich, weil es an der Zeit war. Diese Familie war nämlich in Auflösung begriffen, zu der Zeit schon. So sind die Frauen die Abhängigkeit vom Ernährer los, aber ebenso den Ernährer auch. Sie sind doppelt freigesetzt. Jede kann sich gleichberechtigt in die Hochleistungsgesellschaft geben und versuchen, jetzt diese Aufgaben, die sie sonst hat, an die Gesellschaft zu delegieren, die sie unter Privatisierungspraxen und Sozialstaatsabbau an sie zurückschickt, sodass sie sich in der Bewerbung um dieses Hartsche Olympiateam, wenn wir sie ansehen, sehr viele Behinderte finden. Am Start mit Einkaufstüten und Babys im Arm und so, und die können das überhaupt gar nicht schaffen. Kinder im Alten sind, jetzt wieder bei Hartz, tauchen kurz als Aufgabe auf, die mittels Training zu lösen ist. Mit einer Anleitung, wie werdende Eltern ihr individuelles Work-Life-Balance-Modell gestalten sollen. Seite 60. Da geht es wieder um die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit, wie schon ganz lange und wie auch immer im Regierungsdiskurs bei uns heute. Diesmal als partnerschaftliches Konfliktmodell. Und das wiederum ist nichts, in das sich die Gesellschaft einmischen müsste. Auch ihr nicht als Sozialarbeiter. Die können das unter oder müssen untereinander neue Konfliktstrategien finden, die das gegeneinander um die Verzweiflung gehandelt werden muss. Es ist ganz offensichtlich darin, dass nur eine ganz kleine Minderheit von Frauen zu den Gewinnern zählen wird, während die Mehrzahl in Armut lebt, wie dies schon jetzt für die Alleinernährenden der Fall ist. Die Rentner sowieso, ich habe gerade erst erfahren, dass die Frauen, die in meinem Kontext, also ich als Lehrende und sie meine Studentinnen, die kleinen Jobs,
angenommen haben, die so an der Tagesordnung sind, inzwischen mit Renten, wenn Sie das fortsetzen, 35 Jahre haben Sie jetzt schon, und wenn Sie das fortsetzen, kommen Sie auf 300 Euro Rente im Monat. Aber dann haben wir ja noch die Möglichkeit, das ein bisschen sozial aufzustocken. Aber das ist die Perspektive für alle diese Frauen. Die Zahlen im Mikrozensus von 2002 jetzt weisen dann Anteile auf, 68, 70 und 80% der Frauen sind in Teilzeitarbeit, in Niedriglohnjobs und in Armut. Das alles passiert natürlich nicht wegen Hartz, sondern entspricht einem Gesellschaftsmodell, in dem die Natur als Steinbruch genutzt wird, in dem also die vorhandenen Ressourcen einfach verbraucht werden, bis nichts bleibt. Das kennt ihr auch als Ökokatastrophe, und es ist praktisch täglich in den Nachrichten. Das weiß eigentlich auch jeder. Frauen tragen durch ihren Naturanteil an der Reproduktion die Effekte neoliberaler Revolutionierung von Gesellschaft mehr. Sie haben mehr Grund gegen Hartz und seinen neuen Menschentyp, der auch die Agenda 2010 bestimmt, zu streiten. Deswegen hoffe ich immer das auf die Frauen als Empörungskolonne. Jetzt erst treten die Sozialarbeiter als vermehrtes Gut, was gebraucht wird, immer dringender auf den Plan. Sie sind die Reparaturkolonne, die die Schäden, welche die Gesellschaft schlägt, ausgleichen sollen, die Löcher stopfen, das Unerträgliche erträglich machen, den Notgroschen auf die Zuggleise legen, dann wird er plattgewalzt und vielleicht mehr und weiter reicht weiter. Mit diesem Ergebnis, dass eine immer größere Nachfrage nach sozialer Arbeit geradezu zwangsläufig im unbarmherzigen neoliberalen Regime hervorgebracht wird, Sozialarbeiter also, wie ich eingangs sagte, eine Wachstumsgruppe sind und selbst keineswegs arbeitslos werden, haben wir uns also dem zentralen Widerspruch unserer Gesellschaft genähert und das Feld bereitet für das, wofür ich, über das ich hier sprechen soll, nämlich für den Einsatz der Vier-in-Einem-Perspektive. Das kann ich jetzt entsprechend kürzer machen, weil ihr schon alle vorbereitet seid auf den verschiedenen Elementen. Das ist nämlich ein politischer Vorschlag für unser Handeln jetzt und zugleich eine Perspektive, wie eine bessere Gesellschaft aussehen müsste. Sie wurde in vielen Jahrzehnten von Kämpfen um Frauenbefreiung herausgearbeitet, zunächst im Versuch, die umsonst und im Privaten geleistete Arbeit in den öffentlichen Vordergrund zu rücken und ihr gewissermaßen ein anerkanntes Existenzrecht zu geben. Das sind diese ganzen Diskussionen von privat und öffentlich. Aber es war bald klar, dass Anerkennung von Hausarbeit zum Beispiel kaum das Befreiungsziel sein konnte, weil man von Anerkennung nicht gut leben kann. Aber auch nicht Lohn für Hausarbeit, was die nächste Etappe war, neben der Schwierigkeit, wie man eigentlich Quantität und Qualität von Hausarbeit misst, also wie viel Quadratmeter Teppich sind zu saugen, wie viele Kinder, wie viele Zimmer und wie viele technische Hilfsmittel, das wird immer wahnsinniger, wie man das eigentlich messen will. Also neben der Schwierigkeit, das eigentlich zu messen, was die da tun und abzugleichen, bleibt dann noch das Unbehagen, das ganz Entscheidendes vor die Hunde geht, wenn man auch die fürsorgende und servile soziale Arbeit in das Muster entfremdeter Lohnarbeit zwingt. Entfremdete Lohnarbeit sind dann immer diese Formeln, nur wer leistet, soll etwas essen und so. In der Tradition der Arbeiterbewegung, die im Wesentlichen männlich schon wusste, dass zu Hause sowieso nicht gearbeitet wird. Das gilt bis heute. Ich arbeite in Gewerkschaftskontexten, das ist vollkommen klar, dass zu Hause nicht gearbeitet wird. Ich sagte der Verdi-Vertreter zu mir, ich weiß wohl, dass wir einmal, ich hatte gefordert, Teilzeitarbeit für alle. Und dachte, das ist auch ein Swift'scher Witz, weil doch Teilzeitarbeit für alle gar nicht geht als Lösung. Weil wenn sie für alle ist, ist sie ja nicht mehr Teilzeit, sondern Vollzeit. Das ist also eine Forderung, die sich selber in Bewegung befindet. Das ist eine prima Idee. Und es ging in Elitsacker auf dem Sozialforum, waren auch Verdi-Menschen und die sagten, wir würden unheimlich gern mit dir zusammenarbeiten, aber irgendwie Teilzeitarbeit für alle, das können wir nicht treiben, ist unmöglich. Unsere ganze Verdi-Existenz hängt daran, dass wir gegen Teilzeitarbeit sind, weil sie keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt, keine
Sicherheit, nicht genug Geld einbringt, Armut hat und außerdem diesen Loser-Touch an sich. Wer ist schon gern Teilzeitarbeiter? Sieht man ja, dass die zu nichts gebracht haben. So, ne? Also können wir nicht Teilzeit, wir sehen, was du sagen willst, aber wir können nicht Teilzeitarbeit für alle als unsere paradoxe Losung in die Welt bringen. Könntest du nicht wenigstens sagen, Halbzeitarbeit für alle? Das ist, kann man natürlich machen, das ist ein sehr fader Kompromiss, weil das Feuer unter erloschen ist, wenn man so das baut. Aber der Verdi-Vertreter gestern sagte, du weißt doch aber ganz genau, dass auch wir noch andere Bereiche von Arbeit als Arbeit anerkannten. Zum Beispiel haben wir doch die Losung gehabt, wir brauchen mehr Zeit, das weißt du doch, mehr Zeit zum Leben, Lachen, Lieben, Tralala. Das gab Empörung in dem Raum. Er hatte sich gerichtet, ich musste da nichts mehr sagen, weil alles, was da noch außer der Lohnarbeit ist, unter Tralala abzubilden, zeigt die bestehende immer weitere Verachtung in der Tradition der Arbeiterbewegung über die Arbeit, die nicht in der Lohnform verrichtet wird. Darum gab es in der Arbeiterbewegung als Befreiungsziel Abschaffung der Hausarbeit, weil sie langweilig ist oder, in Lenins Worten, Bäuerinnen und Proletarierinnen werden erdrückt, erstickt, abgestumpft, erniedrigt von der Kleinarbeit der Hauswirtschaft, die sie an die Küche und das Kinderzimmer fesselt und sie ihre Schaffenskraft durch eine geradezu barbarisch unproduktive, kleinliche, entnervende, abstumpfende, niederdrückende Arbeit vergolden lässt. Das ist, und die von mir sehr, sehr verehrte Rosa Luxemburg, von der ich fast alles für die 4-in-1-Perspektive gelernt habe, aber ich habe das Buch nicht bei mir, die sagt in etwa, nur im Kampf, Seite an Seite mit dem Proletarier, nur im Kampf, also in dem das Weib erst zum Menschen wird. Das ist so ähnlich wie das andere, wo sie nicht Seite an Seite klassenbewusst im Arbeiterkampf stehen, sind sie noch keine Menschen. Das ist das, was ich vorher versucht habe durchzubuchstabieren. Die Frauenbewegungen, zumal die der 70er Jahre, legten offen, dass diese Sicht nicht nur bloß negativ auf Hausarbeit und Sorgearbeit blickt, auf etwas, das abgeschafft gehört, statt auch als Ort, an dem lokales Wissen und entsprechende Haltungen gewonnen werden, die menschlich unentbehrlich sind, sondern auch, dass mit der Kritik der Lohnarbeit nicht alles erledigt ist, dass weitere Herrschaft abzubauen ist, die nämlich der männlichen Verfügung über weibliche Arbeitskraft durch Einsperrung ins Haus, sexuelle Verfügung bis zur Gewalt, Aussperrung aus allen Entscheidungsposten, niedrigere Bezahlung, wenn die meist notwendige zusätzliche Erwerbsarbeit aufgenommen wurde, von denen das meiste bis heute anhält und entsprechend ideologisch abgesichert ist, etwa durch die Behauptung, die wiederum ganz paradox ist, ihr seid dauernd in einem paradoxen Feld, deswegen braucht ihr die Swiftsche Beweglichkeit, dass das Glück doch eigentlich wesentlich in der Familie, in der Entwicklung der Kinder, bei den Müttern angesiedelt sei. Und wieder sieht man ziemlich bald, dass jetzt schon wieder wesentlich übersehen wurde, was in den Worten Heimat, wohnlich und Zuhause wiederum ganz zwiespältig ausgedrückt ist. Wenn ihr Bloch lest, zum Beispiel irgendwann in eurer vielen Freizeit, ist ein Wunder, im Prinzip Hoffnung, ein wunderbares Buch, der uns daran hindert, sein Heimat, das ist doch ein faschistoider Begriff, der gehört doch an die Heimatvertriebenen, ist äußerst reaktionär, wir müssen das vermeiden, sagt Bloch, Heimat, das ist der Ort, zu dem wir alle wollen und wo noch niemand war, der aber jedem in die Kindheit scheint als Ziel. Ich hoffe, dass ihr damit mehr anfangen könnt, auch wohnlich und zu Hause, sind ja doch Ausdrücke der Sehnsucht, wohin man will. Und, ja, und das, die Idee, dass man das einseitig auf Frauen in der Kleinfamilie reduziert, das muss ich, glaube ich, nicht hier ausführen, was dann passiert und wie illusionär das ist. Der Vorschlag der 4-in-1-Perspektive macht einen anderen Schritt. Also nicht Bezahlung der Hausarbeit, nicht Anerkennung der Hausarbeit, sondern anders. Zunächst nennen wir alles Arbeit.
Wie ist bei euch, das ist für euch am allerleichtesten, in der Sozialarbeit ja schon geschieht. Da ist ja das schon, das Soziale schon Arbeit genannt. Und alles dann nebeneinander zu stellen und zu erkennen, dass die Bereiche verschiedene Zeitlogiken haben. Im Sorgesozialen, im Reproduktionsbereich, kann man nicht rationalisieren, beschleunigen, kürzen und hoffen, dass es immer gut sei. Also muss anders eingegriffen werden. In der Verteilung von Arbeit müssen Kämpfe um Zeit geführt werden. Kollektiv, selbstbestimmt über Zeit verfügen, sich nicht von anderen verfügen lassen und auch noch erinnern, dass Lohnarbeit ist ja das Schlüsselwort über Verfügung über fremde Arbeitskraft. Damit jetzt nicht die einen alle Umsonstarbeit machen, die anderen sich abrackern in Lohnarbeit, gehören beide Bereiche auf alle verteilt. Wenn dieser Schritt erst getan ist, was im Alltagsverstand nicht so einfach ist, wie wenn ich das hier spreche, sieht man, dass noch mehr an Arbeit anders verteilt gehört. Die Entwicklung eines Lebens und die politische Gestaltung der Gesellschaft. Erst wenn alle in allen Bereichen sich abwechselnd betätigen, kann von einem guten Leben gesprochen werden. Das ist eigentlich ganz leicht zu verstehen, denke ich. Das versteht jeder sofort, dass das so sein muss. Und man kann dann auch sagen, unser Modell der Gerechtigkeit sieht vor, dass alle zu gleichen Teilen in allen Bereichen arbeiten. Dass es ein Recht auf einen Erwerbsarbeitsplatz gibt, der aber das genügende Einkommen bringen muss, dass man davon gut leben kann. Und dass es ein Recht und eine Pflicht auf die Beteiligung an der sozialen Arbeit geben muss, weil auch Männer ihre sozialen Fähigkeiten dort entfalten können und weil es nicht anders geht, als wenn alle in allen Bereichen sind. Es ist ganz leicht zu verstehen, es braucht mehr als ein Leben, das durchzusetzen, weil es zugleich Utopie wie auch Reformpolitik heute ist. Dies kann man wiederum auch in unserer Sprache leicht übersetzen. Es braucht eine radikale Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit für alle auf ein Viertel der verfügbaren Zeit, das heißt der wachen Stunden, die wir haben. Nehmen wir mal an, es sind 16. Es kommt übrigens der Teil, den die meisten überhaupt gar nicht verstehen, weil sie nicht verstehen, wie man so gemein und mathematisch genau und statistisch jetzt daran geht und sagt, gut, wenn wir 16 Stunden wach sind, dann teile ich das mal. Ich habe vier Bereiche, erinnert euch, die Erwerbsarbeit, wo die Lebensmittel Produktion und Verwaltung stattfindet, dann habe ich den sozialen Bereich, wo die Reproduktion der Menschen, aber auch die Freundlichkeit in der Welt überhaupt stattfindet, das Mensch-Mensch-Verhältnis. Dann habe ich den Bereich, wo der Mensch als Selbstzweck auftritt, das heißt gerade nicht für andere, sondern an seiner eigenen Entwicklung, die Fähigkeiten, Möglichkeiten, die er in sich hat, entwickelt und entfaltet, dass jeder künstlerisch tätig sein kann. Dichten, Reisen, 1000 Sprachen lernen oder 6 wenigstens, um sich in der Welt zu bewegen und mit Genuss da drin zu sein. Also, wenn wir dieses, das habe ich gerade alles gesagt, was jetzt hier steht, haben wir also, wenn diese Bewegung getan ist, merkt man, dass für die oben genannte Entwicklung eines jeden überhaupt keine Zeit und kein Raum vorgesehen ist im alltäglichen. Das ist gut, dass ihr das sagt. Ich bin nämlich bisher gehalten worden, etwas länger zu sprechen. Dadurch habt ihr so viele Geschichten dazwischen gehabt. Das war an sich sehr kurz geplant, aber für euch aufgebaut, um diese ausgefallenen Personen unterhaltsam zu ersetzen. So. Man merkt, wenn man jetzt die Erwerbsarbeitszeit und die im Mensch-Mensch-Verhältnis oder im Sozialen, in der Reproduktion der Menschen angewandte Zeit jetzt auf alle gleichmäßig verteilt, merkt man, unabhängig vom Geschlecht, als Verantwortung, als Recht, dann merkt man deutlich, dass für die Entwicklung eines jeden, also der Mensch als Selbstzweck, überhaupt keine Zeit ist und kein Raum vorgesehen im alltäglichen Leben der meisten. Die meisten haben die Idee, naja, als ich angefangen habe, da habe ich gemalt und ich habe auch Cello gespielt oder Geige oder irgendetwas. Die sitzen jetzt auf dem Boden, die entsprechenden Instrumente, und wenn ich erst in
Rente gehe, dann sind mir die Finger so unheimlich beweglich, dann nehme ich das wieder auf und kann auch dieses entwickeln. Auch der Kopf lässt mehrere Sprachlernen dann viel besser zu. Also ist das Entwicklung der Menschen ist aber vorhanden in dieser Gesellschaft als Luxus, ebenso Kunst und alle schöpferische Tätigkeit, die Muße braucht. Nämlich, das geht an eine Elite. Ich habe ein Semester an einer Elite-Universität in den USA unterrichtet. Ihr glaubt überhaupt nicht, für was die, ich meine, das kostet die Eltern, ich glaube, 100.000 Euro, ja, kann es sein? Ja. Die Elite-Produktion ihrer Kinder da zu haben, was die alles lernen. Selbstverständlich sind Musikinstrumente für sie vorgesehen, selbstverständlich lernen sie Filme machen und malen und Kunst, selbstverständlich haben sie Körper, Fitness und Tennis spielen und sowas alles. Und sie lesen Tag und Nacht, weil sie ja auch sich tatsächlich bilden. Sie kennen die Bildungswelt der gesellschaftlichen, der Bürger und sie kennen, was sie in der Wirtschaft später tun müssen. Und sie sind wirklich unglaublich viel besser, als unsere Studenten es jemals werden könnten, weil in sie weder Geld noch Zeit in dieser Weise investiert wird. Die Gestaltung aber dann, die Gesellschaft, der Gesellschaft, was wir das Politische nennen, müsste ja ohnehin eine Aufgabe für jede sein. Das merkt man erst so richtig, wenn alle in der großen Krise die Folgen einer völlig ohne sie gemachten Politik ausbaden müssen. Das geht ja doch sehr schnell zurück in den Alltag, dass ihr das erkennt, was da passiert. Wie ein Land, was eben noch im Luxus schwebte, plötzlich das ärmste Land in Europa ist und überall muss weiter gekürzt werden, die Rentenzeiten müssen erhöht werden. Und obwohl wir zu wenig Arbeitsplätze auf die vorhandenen Menschen haben, müssen jetzt die, die drin sind, länger arbeiten, weil wir so arm sind und so. Und lauter solche paradoxen Dinge werden euch zugemutet, sodass es klar ist, dass alle die Politik selber in die Hände nehmen müssen. Das Schwierige an diesem Projekt ist, dass es alltäglich ansetzen muss an unseren Gewohnheiten und an unserer Lebenskultur. Es muss als Perspektive gewollt werden von den Einzelnen, dass sie bereit sind, ihr Leben so zu ändern, dass es ein gutes Leben wird. Die einzelnen Bereiche sind gewohnheitsmäßig so ineinander verhakt, dass ich darin von einem Herrschaftsknoten spreche, in dem die Bereiche herrschaftlich und unterwerfen miteinander verknüpft sind. Das ist zum Beispiel keine Geschichte mehr. Zieht man nur an einem Ende, kommt langfristig eine reaktionäre Lösung heraus. Nur Vollzeiterwerbsarbeitsplätze für immer weniger zum Beispiel und Politik dafür mit immer mehr Menschenmüll auf einem anderen Haufen. Oder wir nehmen das andere Ende, Mütterkreuze und das Kreuz der Geschichte auf die Frauen auf ewig ins Kreuz der Geschichte genagelt. Das ist der zweite Teil, wenn wir auf die Mütter setzen, dass die Erziehungsgeld bekommen und Müttergeld und was noch alles möglich sein könnte. Und wenn sie die Kleinen zu Hause behalten, ne? Und nicht in die Gesellschaft entlassen, sondern es bei sich selbst tun. Dann Elite-Unis, Entfaltung für ganz wenige. Das ist auch ausgerechnet, 0,1% der Bevölkerung kann Fähigkeiten entfalten, 0,1%. Und jetzt gibt es ein neues Buch. Da steht, das war übertrieben, es sind 0,01%, wenn man den Maßstab ordentlich anlegt, die alles Menschenmögliche an sich entfalten können. Und Politik wird nach wie vor als Stellvertretung ohne Rücksicht wie derzeit in einen dritten Weltkrieg getrieben. Und niemand von euch wird gefragt, wie großartig dieses nun für euch sein könnte. Dagegen ist die 4-in-1 der Schlusssatz. Die 4-in-1-Perspektive setzt auf radikale Demokratie mit den entwickelten Menschen, mit sozialer Arbeit im entwickelten Sinn für alle, mit solidarischem Handeln am Notwendigen und Fantasie für eine alternative Gesellschaft. So, jetzt Punkt. Okay. Es gibt also keine Diskussion. Rückfragen auch nicht.
Okay, dann bräuchten wir. Jemand von euch ist doch sicher zuständig. Die mobilen Mikros? Bleibe ich jetzt hier sterben oder gehe ich weg? Ich habe eine Frage, und zwar, Sie hatten aufgeteilt die Arbeit, einmal in Arbeit für Geld verdienen, Arbeit für Soziales, einmal Arbeit für Selbstentwicklung. Und was wäre der vierte Teil für die 16-Stunden-Aufteilung? Also, Sie hatten gesagt, wir sind 16 Stunden wach und haben das in vier Teile aufgeteilt. Ein Teil war das Arbeiten, um Geld zu verdienen, das andere war das Soziale, das andere war für sich selber, um sich zu entwickeln, und jetzt war die Frage nach dem vierten Viertel. Das Politische. Der erste Teil ist nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern das Überlebensnotwendige zu produzieren, geschieht in der Form der Lohnarbeit. Das könnte auch anders geschehen. In früheren Gesellschaften war das anders, aber in unserer geschieht diese Produktion in der Form der Lohnarbeit. Und es ist ja auch ganz klar, dass das alles gesellschaftlich notwendig ist. Deswegen schaffen wir das nicht einfach ab, wie das in manchen feministischen Utopien ist, obwohl es zurück auf eine landwirtschaftliche Subsistenzproduktion ist. Das möchten wir jetzt nicht voll durchdiskutieren, sondern wir sagen, dieser Teil darf nicht mehr als 4 Stunden ausmachen, weil wir vieles andere zu tun haben. Und dafür müssen wir doch aber gleichzeitig denken, damit nicht sofort jemand aufsteht, wie gestern auch in der Veranstaltung, und sagt, aber von 4 Stunden kann doch keiner leben. Und ihr lacht, die haben ernsthaft gesagt, sie haben gesagt, es kann doch niemand von 4 Stunden Arbeit leben, aber wieso sollte denn die Entlohnung sich auf die Stunden beziehen, die man in dem Bereich des Notwendigen ist. Wir überschreiten das ja gerade und sagen, wir haben noch weitere Dinge zu tun und wir können uns nicht mehr als 4 Stunden im Notwendigen leisten. Und das ist doch auch das, was die Entwicklung der Produktivkräfte so zwiespältig macht. Sie ist doch gleichzeitig die Basis, nicht, dass das Kapital immer mehr Profit machen kann, gleichzeitig aber auch der Versuch, die Arbeit, die Anzahl der Arbeit Notwendigen immer weiter zu reduzieren. Das ist doch auch zwiespältig. Das ist doch nur abscheulich, wenn man damit arbeitslos wird. Aber an und für sich ist es doch günstig, wenn das Notwendige nicht 16 Stunden braucht, sondern 4. Und die Produktivkräfte sind so, dass das geht. Wir haben noch eine weitere Rückfrage. Ja, Frage. Also erstmal vielen Dank für diesen anregenden Vortrag. Ich finde das eigentlich schade, dass der erst ausgefallen ist, aber habe eine seltene Erfahrung damit, dass jemand entspannt und auch mit Geschichten zwischendrin vorträgt, weil meistens auch auf diesen Konferenzen ist alles irre gehetzt. Das habe ich jetzt sehr genossen, also dafür vielen Dank. Das andere, ich knack so ein bisschen an Ihrer Charakterisierung der sozialen Arbeit als Reparaturkolonne, weil ich finde, das ist eine Herrschaftsperspektive. Ich weiß natürlich, was Sie damit meinen, aber soziale Arbeit geht für mich darin nicht auf. Und ich weiß zwar, dass sozusagen es Weisungsmechanismen gibt und das nicht alles so prima ist, und trotzdem finde ich, dass soziale Arbeit was anderes ist, als Autos zu produzieren. Und das war sozusagen analytisch auf der gleichen Ebene. Vielleicht habe ich Sie auch falsch verstanden. Das war eher ein Kommentar sozusagen zur sozialen Arbeit, weil Sie das so sehr kursorisch dargestellt haben, als Reparaturkolonne und als entfremdete Arbeit. Und ich finde, das ist eine Herrschaftsperspektive, und soziale Arbeit hat für mich unterschiedliche Facetten, und ich möchte sozusagen nicht gleich entmächtigt werden, ex cathedra. Dankeschön. Okay, wir nehmen gleich noch die nächste Frage dazu, ja, oder Anmerkung. Sie müssen mich dann belehren, bis wann mal müssen Sie mich belehren, was denn das andere ist. Da war ein Missverständnis, was war drin, als Reparaturkolonne für die Schäden, die die Gesellschaft schlägt, weil ich wirklich was geflüchtet
wurde in dem Satz gerade der Auffassung bin, dass langfristig die soziale Arbeit als extra Arbeit absterben müsste, weil die Einzelnen in dieser Gesellschaft zusammen so zurechtkommen, dass sie diesen Bereich selber ausfüllen. Das bedeutet nicht, dass ihr morgen alle arbeitslos seid, ganz im Gegenteil, das dauert ja Ewigkeiten. Aber ich selber muss mich doch auch so ansehen, wenn ich lehre, in der Gesellschaft, an der Universität, doch im Bestreben, das abzuschaffen. Abzuschaffen in dem Sinn, je schlauer die Studenten werden, desto weniger brauchen sie mich. Wenn ich eine gute Lehrende bin, bin ich überflüssig am Ende. Aber nur dann, wenn ich es gut mache, bin ich am Ende überflüssig. Dieser Gedankengang, wir haben da drin, und nicht, dass es eigentlich eine entfremdete Arbeit ist. Nein, es ist, indem es Lohnarbeit ist, auch entfremdete Arbeit. Aber das ist wiederum kein Qualitätsmerkmal, sondern man versucht zu sehen, wo in der Gesellschaft stehen denn eigentlich die Sozialarbeiter? Ziemlich genau. Auch eine Frage an euch. Wo steht ihr denn eigentlich genau, wenn ihr dieses euch so zurechtlegt? Die Lebensproduktion, die Lebensmittelproduktion, die Profite und so weiter. Ihr legt euch das zurecht. Wo steht ihr denn da in diesem Gesamtkomplex? Ich habe ein Projekt mit Lohnarbeiterinnen gehabt, die hatten dann alle den Burnout und die große Verzweiflung. Aber das ist vielleicht nicht das Gängige für euch. Ich müsste kurz einhaken, weil wir haben noch zwei Rückfragen, wenn es in Ordnung wäre. Vielleicht nur den Satz zu Ende. Ja. Die hatten die Arbeit aufgenommen in einem Private-Staat, private Initiative, wie das vielfach organisiert ist in Hamburg. Und die hatten die Aufgabe übernommen, Langzeitarbeitslose irgendwie zu integrieren. Und daran sind sie verrückt geworden. Weil in diese Gesellschaft kann man keine Langzeitarbeitslosen integrieren. Wie denn? Und infolgedessen habe ich aus solchen Begegnungen geschlossen, dass eure Arbeit eine verzweifelte Reparaturarbeit an den Schäden, die die Gesellschaft schlägt, ist. Was nicht heißt, dass ihr nicht toll seid. Wir haben noch eine Rückfrage, müssen dann quasi im Programm weitermachen. Ja, ich hätte eine Frage zu dem, was Sie zum Schluss sagten, nämlich mit dem, wo wollen wir eigentlich hin? Wenn ich das so bei uns erlebe, soziale Arbeit findet so statt in einem Rahmen mittlerweile, dass das Denken uns eigentlich gar nicht mehr erlaubt ist. Auf den Teamsitzungen dürfen wir über uns gar nicht mehr reden, sondern nur noch über eine ziemlich technische Herangehensweise an unsere Arbeit. Also Reflexion ist eigentlich abgesagt. Und dann erlebe ich das aber leider auch so, meinetwegen in Gewerkschaft oder auch teilweise Parteien, dass die Attraktivität nicht groß ist. Und ich frage mich, oder Politiker teilweise ja eben auch mal, Politiker sind mal Lobbyisten, je nach Wahl, und eigentlich nur noch ein ganz kleiner Prozentsatz dieser Gesellschaft eigentlich die Politik betreibt. Also wie können wir eigentlich wieder zu unserer Kraft finden und wie können wir uns so organisieren, dass wir wissen, dass eigentlich nur wir das sein können, die was verändern? Das ist Thema. Danke, ja. Genau, so greifen wir es vielleicht. Ja, das wäre die Frage, die wir bei den Tagungen durchaus klären möchten in den Workshops.